Bist du soweit? Ja. Na guck. Warte, ich bin noch nicht richtig am Sitzen. Ich bin noch nicht so weit. Jetzt geht's los. Jetzt sitzt du? Ja. Dann fahren wir. Viel Spaß! So, Freunde! Und damit herzlich willkommen zurück hier auf Gradmelder 24, euer Fritze mit einem weiteren Motovlog. Und heute bin ich nicht alleine unterwegs. Hallo zusammen! Spatzel ist mit dabei. Zum ersten Mal im Leben auf dem Motorrad. Man glaubt es ja kaum. Und das mit 56 Jahren. Das wollte ich jetzt gar nicht verraten, aber jetzt hast du es selber gesagt. Das ist tatsächlich so, ich fahre seit, muss gerade mal überlegen, wie lange fahre ich denn schon Motorrad? Seit 37 Jahren fahre ich Motorrad. Und noch nie ist Spatzel mitgefahren. Und heute ist zwar nicht das allererste Mal, letzte Woche war das erste Mal, aber da hatten wir noch keine Sprechanlage. Und heute ist der Tag, wo wir das zum allerersten Mal auf Video aufnehmen und übersprechen. Und ich muss mich immer noch kneifen, ob ich wirklich mitfahre. Macht so viel Spaß. Ja, das sage ich dir ja schon die ganze Zeit. Und wie ist es dazu gekommen, dass du plötzlich Motorrad mitfährst? Das traue ich mich jetzt hier nicht zu sagen. Es ist auf jeden Fall so, neulich hat Spatzel mich gefragt, sag mal, kannst du dir vorstellen, mich mal auf dem Motorrad mitzunehmen? Und da war ich völlig perplex. Ich habe gesagt, du, das wollte ich dich schon die ganze Zeit mal fragen, ob du nicht mal mitfahren willst. Und dann ging alles ganz schnell. Und dann ging alles ganz schnell, genau. Dann sind wir schnell, oder du bist dann schnell zu unseren Töchtern und hast dort Helm und Jacke und Hose ausgeliehen. Und ich passte rein. Und du passtest rein und dann aufs Motorrad, ja gut, das Motorrad aufsteigen, das war ja auch nochmal so ein Ding. Du hattest nämlich Angst, dass du nicht aufs Motorrad kommst. Gott sei Dank gab es da noch keine Kamera. Also, das musste erstmal geübt werden. Aber das klappte auch ganz gut. Und als wir dann gesehen haben, dass du da Spaß dran hast, also das haben wir nach ein paar Metern schon festgestellt, dass dir das Spaß macht, Motorradfahren, sind wir dann gleich nach Hamburg gefahren und haben dich erstmal eingekleidet, ne? Zu Luis. Jacke, Helm und so weiter und so fort. Und nächsten Tag haben wir gleich eine Tour mit fast 300 Kilometer gemacht. Genau. Ja Leute, das ist natürlich, wenn man das allererste Mal auf dem Motorrad sitzt, sind das so ein paar völlig neue Eindrücke, die man da bekommt, ne? Ja. Vor allen Dingen auch, wo ich dann gar nicht mehr dran denke oder so, ist so das Sitzfleisch. Man muss ja auch einigermaßen Sitzfleisch mitbringen. Nutzt ja nichts, du sitzt hier ein paar Stunden ununterbrochen am Motorrad und wer das noch nie gemacht hat, der denkt dann vermutlich, oje, oje, nach ein paar Minuten schon, wird tut der Hintern so doll weh. Das taugt alles nichts. Aber das hat wunderbar funktioniert. Und jetzt sind wir in der Zeit, in den letzten Tagen sind wir jetzt schon ein paar Mal Motorrad gefahren. Eigentlich jede Woche ein, zwei Mal. Ja, genau. So, und heute haben wir gesagt, für den heutigen Tag, weil ja schönes Wetter angesagt war, haben gesagt, wir fahren jetzt mal an die Ostsee, nach Scharbeutz. Und gucken, ob das Wasser noch da ist. Und gucken, ob das Wasser noch da ist. Wir mussten natürlich erst noch mal eine Sprechanlage einbauen in deinen Helm. Und da hoffe ich jetzt mal, dass das alles gut funktioniert. Insbesondere mit dem GP10 da vorne, das ich ja brauche, um deine Stimme aufzunehmen. Und meine auch. Tja. Und heute passt alles. Tolles Wetter. Und was man an Tieren alles so nebenbei so sehen kann und die man viel, viel mehr wahrnimmt, das ist schon irre. Das ist ja überhaupt das Schöne am Motorradfahren. Du nimmst deine Umwelt viel besser wahr als aus dem Auto raus. Du bist den äußeren Einflüssen unmittelbar ausgesetzt und das macht das Motorradfahren überhaupt aus. Das ist alles viel schöner, viel intensiver.
dann noch das tolle Wetter. Ja. Entschuldigung? Tja, Temperatur ist perfekt. Wir haben 20 Grad. Nicht zu warm und trotzdem strahlend blauer Himmel. Fast keine Wolke am Himmel zu sehen. Da ganz da hinten im Norden sind welche zu sehen. Das ist hoffentlich nicht da, wo wir jetzt gerade hinfahren wollen. Aber wir werden es erleben. Aber so schlimm kann es gar nicht werden. Ich habe vorhin extra nochmal gecheckt auf DVD und es ist weit und breit kein Regen in Sicht. Wenn Engel fahren. Wenn Englein reisen, genau. Ja, Spatzel, du hast dir natürlich auch gleich es dir nicht nehmen lassen und dich stilgerecht eingekleidet mit Kranmelder 24 T-Shirts. Ich musste sie nicht dazu überreden, hat sie selber gesagt, jetzt will ich auch so ein T-Shirt. Genau. Und jetzt will ich auch bei euch im Chat mitmachen. Na, Team Kranmelder 24, Chatgruppe auf Telegram, blende ich hier unten nochmal ein, für alle diejenigen, die es jetzt immer noch nicht wissen. Eine feine Sache, eine schöne Sache. Feine Sache, würde Blog sagen, genau. E-Voice, sagen wir. Gruß an Nobbe. Gruß an Nobbe, ja. Tja, und jetzt machen wir heute einen schönen Familienausflug ohne Kinder. Wie früher, als wir noch keine hatten. Da sind wir mit dem Fahrrad und Fahrradanhänger losgefahren. Ja, aber da hatten wir ja schon welche. Da war ja schon die Große da. Ja. Als wir den Anhänger hatten und sie da hinten drin. Wir haben übrigens die Kinderanhänger erfunden. Das war bestimmt unsere Idee. Wir sind da schon vor 30 Jahren mit losgefahren. Mit so einem Anhänger, der gar nicht für Kinder gedacht war. Sondern, ja, wofür? Für eine Kiste Bier oder was? Da haben wir einen Autositz reingegurtet. Und sind durch Lüneburg gefahren. Also ein Kindersitz fürs Auto, hinten rein, drauf gegurtet auf den Anhänger. Und da haben wir unsere älteste Tochter reingesetzt, die damals ja, ein halbes Jahr alt war oder so, oder ein Jahr. Und sind damit mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren. Ja, sie war ja schon älter, als wir hier in Lüneburg waren. Sie ist ja noch in München geboren. Wir haben ja damals in München gewohnt. Mit Fliege im Hals. Genau. Sie ist war jetzt dein Frühstück. Mein Frühstück, ja. Ich weiß gar nicht, wo hier so eine blöde Fliege rein durchschlupfen kann. Ja, so war das damals. Naja, und es brauchte bis heute, also ja, genau genommen bis vor 3 Wochen, bis du dich durchringen konntest, endlich mal auf dem Motorrad mitzufahren. Ja. Ja, kannst mal sehen. Das Beste kommt zum Schluss, sagt man ja, ne? Genau. Ja, dann haben wir uns heute entschlossen, mal an die Ostsee nach Scharbeutz zu fahren. Wir waren das letzte Mal schon in Schwerin. Genauer gesagt waren wir ja zweimal in Schwerin, weil es uns da beim ersten Mal so gut gefallen hat. Dass wir dann hinterher gleich Wolle überredet haben, dort auch mal mit hinzukommen. Genau, das war der erste Tag, an dem es erlaubt war, zu touristischen Zwecken nach Mecklenburg-Vorpommern einzureisen. Da haben wir dann gesagt, dann fahren wir gleich mal nach Schwerin. Haben uns da eine schöne Strecke durch wildeste, uralte Alleen ausgesucht. Ja, traumhaft schön. Und der Flieder hat so schön geblüht. Genau. Und dann sind wir danach. Und da hat es uns so gut gefallen, dass wir 2 Wochen später nochmal hingefahren sind. Und fast hätten wir gesagt, wir fahren heute nochmal hin. Ja, weil einfach, aber wir haben uns nicht getraut. Wir haben uns nicht getraut, weil wir gesagt haben, das gibt's ja nicht. Da können wir jetzt nicht zum dritten Mal bei denen aufkreuzen. Die denken ja, wir sind nicht ganz sauber. Und haben wir gesagt, wir fahren heute woanders hin. An die See. Ist ja auch schön. Ist zwar die Strecke nicht ganz so toll da hoch, wobei das ja immer drauf ankommt, wo man lang fährt. Aber ich habe jetzt mal wieder kürzeste Strecke eingestellt. Vielleicht führt uns Yannick hier durch so ein paar schöne Sträßlein. Na, der fährt jetzt bestimmt auch rechts. Na komm, blink rechts. Ne, der will links. Sehr gut. Hoppala. Gut, geht's jetzt über die Elbe.
Ja, Leute, Corona ist ja das allgegenwärtige Thema zurzeit. Ich sagte ja vorhin schon, dass wir erst abwarten mussten, bis man nach Mecklenburg-Vorpommern darf, bevor wir nach Schwerin fahren konnten. Vor zwei Wochen, ne, vor drei, das erste Mal. Und ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll zu dem Thema. Wir haben natürlich alle unsere Masken dabei, weil es Pflicht ist, Masken zu tragen. Aber das ist auch der einzige Grund, warum ich die Maske aufsetze. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu naiv, weil wir haben bei uns in unserer dörflichen Gemeinschaft haben wir von Corona überhaupt nichts mitgekriegt, außer dass die Leute sich merkwürdig... Die Menschlichkeit verlieren. Die Menschlichkeit verlieren und dass sie anfangen, sich merkwürdig zu verhalten. Und dass sich Leute gegenseitig misstrauen. Und das ist eine ziemliche Katastrophe. Dass durch angeordnete Maßnahmen und durch Dinge, die von außen hereingetragen wurden zu uns, plötzlich die Leute anfangen, sich gegenseitig zu misstrauen. Selbst befreundete Menschen verhalten sich gegenüber merkwürdig. Und ich weiß nicht, wie lange es brauchen wird, bis diese Dinge wieder gekittet sind. Das wird eine Zeit lang brauchen. Vorausgesetzt, die Maßnahmen werden irgendwann mal wieder aufgehoben. Soll ja jetzt zum 1.6. hat es geheißen, in Thüringen und Sachsen sollen ja sämtliche Maßnahmen aufgehoben werden. Da kannst du ja wahrscheinlich davon ausgehen, dass es in anderen Bundesländern auch nicht allzu lange dauert. Es sei denn, irgendjemand sagt wieder, die nächste Welle steht vor der Tür. Sie steht vor der Tür, ja. Das ist ja so dieses Ding, womit man die Leute wieder auf Linie bringen kann. Ne? Und du brauchst ja nur von der zweiten Welle rum zu fantasieren. Und plötzlich stehen alle wieder stramm. Gut, wie gesagt, ich will mich dazu nicht weiter äußern. Jeder hat da seine eigene Meinung dazu. Und die Corona-Krise hat auch zweifellos ein paar positive Dinge mit sich gebracht. Unter anderem, man nimmt wieder Hygiene ein bisschen mehr ernst. Und man denkt so ein bisschen darüber nach, ob es sein kann, dass die Berufe, die uns hier... Das Leben gerettet haben, soweit, ja, kann man eigentlich schon sagen. Oder zumindest diejenigen, die hier das System am Laufen halten und das soziale Gefüge, dass man darüber nachdenkt, solche Berufe endlich mal vernünftig zu bezahlen. Was natürlich dann zwangsläufig auch dazu führen wird, dass man, wenn man solche Dienste in Anspruch nimmt, mehr Geld bezahlen muss. Dann wollen wir hoffen, dass es nicht nur eine Einmalzahlung gewesen ist. Ja. Ne, und dass man anfängt, über solche Sachen ernsthaft nachzudenken und Vorschläge zu erarbeiten und eben nicht nur auf Facebook dazu aufzufordern, hier zu klatschen, Beifall zu klatschen. Davon kann sich niemand was kaufen, keine Krankenschwester und kein Pflegeassistent. Das ist zwar eine nette Geste, aber es darf natürlich nicht dabei bleiben. Ja. Wir werden sehen. Oh. Gut, aber... Jetzt wollen wir über das schöne Wetter reden. Jetzt wollen wir das schöne Wetter besprechen und nicht über... Das ist der Lübecker Kanal, ne? Das ist doch der Lübeck-Kanal, oder? Das ist der Elbe-Lübeck-Kanal. Genau, so heißt er. Elbe-Lübeck-Kanal, der geht ganz hoch bis nach Lübeck. Also dem folgen wir so mehr oder weniger. Bis nach Lübeck hoch. Sag ja, vorher Bescheid. Ja, das war ja schon unterdrückt. Gesundheit. Danke. Oh, ist das ein geiles Wetter. Ich meine, nicht, dass wir gestern auch schon tolles Wetter gehabt hätten oder vorgestern, aber da waren wir nicht unterwegs. Gut, dass ich die Unterhose, also die Wintereinsatz für die Hose rausgenommen habe. Die Regenmembrane haben wir rausgenommen. Ich habe meine auch schon das letzte Mal rausgenommen, weil das wäre ja gar nicht zu ertragen gewesen. Wie lang so 6-7 Autos zum Abbiegen brauchen, ne? Na, das sind jetzt 9 Autos gewesen, aber trotzdem. So, jetzt bin ich mal gespannt, was Yannick meint, wie wir fahren sollten. Eigentlich wäre ich jetzt rechts Richtung Buchhorst gefahren, aber er meint, wir sollen geradeaus hoch nach Lauenburg. Da bin ich mal gespannt.
Tja, Mensch, Spatzel, das erste Mal im Leben Motorrad zu fahren. Das ist schon irre. Das ist irre, ne? Ja. Und vor allen Dingen. Wir haben uns jetzt schon überlegt, nochmal ein Motorrad zu kaufen und ich sag nicht nein. Stellt euch das mal vor. Ich habe so in den Raum geworfen und habe gesagt, Mensch, jetzt wenn du mitfährst, dann können wir uns ja ein neues Motorrad kaufen. Und dann sagt sie, genau das machen wir. Tja, welches Motorrad kaufen wir uns denn nur? Ja. Ich meine, ist ja nicht so, dass ich dieses hier nicht mehr mag. Ganz im Gegenteil. Ich mag das ja sehr gerne. Das Ding ist nur, mit dieser hier, die hat halt jetzt nun auch schon ihre knapp 140.000 Kilometer, ne? Und das ist dann jedes Mal, wenn du irgendwie eine größere Tour planst, so zum Beispiel nächstes Jahr mit Noppel wollte ich eigentlich nach Schottland fahren. Das werde ich auch tun. Haben wir ja nun schon gesagt, dass wir das machen wollen. Aber das ist ja jedes Mal hier so eine Überwindung, wenn du sagst, Mensch, willst du dem alten Mädchen hier noch so eine riesen Tour da? Also diesmal meint er nicht mich. Über die spreche ich doch sowieso nicht so. Und willst du ihm da nochmal so eine riesen Tour zumuten? Ja, und jetzt haben wir gesagt, nee. Wir gucken mal, wie das so ist. Ob wir uns ein neues kaufen. Ja, und da stellt sich natürlich die Frage, stellt sich natürlich gleich die entscheidende Frage, welches, was für eins kaufen wir uns denn? Naja, Leute, was soll wir ich sagen? Wir können ja mal uns Angebote anhören von Radmelder 24 Team. Wir können uns ja mal anhören, was ihr jetzt so, unsere Zuschauer, und das ist ja nicht nur das Team Radmelder 24, sondern wenn ich so die Analytics auf YouTube mir anschaue, wer und wie viele Leute sich meine Videos so anschauen, da sind wir jetzt mal gespannt, was unsere Abonnenten und Zuschauer uns jetzt empfehlen für ein neues Motorrad. Wir werden davon berichten. Wir werden davon berichten, genau. Wir haben ja auch vor, zusammen größere Touren zu machen. Größere, kleinere. Also größere, kleinere jetzt erstmal. Wir wollen nicht übertreiben. Wir machen nicht jetzt, wir fahren jetzt nicht nächste Woche schon ans Nordkap. Aber so Touren übers Wochenende, so in Harz zum Beispiel oder in andere schöne Gebiete, das durchaus mit ein, zwei, vielleicht drei Übernachtungen. Es kommt drauf an, wie viel Gebäck wir in unserem Koffer reinbekommen. Das ist die entscheidende Frage. Na, also Familie Fritze und Spatzel brauchen natürlich dann auch ein entsprechendes Fahrzeug, wo man ein bisschen was mitnehmen kann. Jetzt kommt nicht mit so Vorschlägen wie Trike mit Anhänger oder so. Also ganz so nötig haben wir es nicht. Tja. So ist das. So sieht die Entwicklung hier bei uns zurzeit. Momentan. Während wir hier durch Lauenburg fahren, Lauenburg an der Elbe. Es gibt ja noch ein anderes Lauenburg oder gab ein anderes Lauenburg. Das habt ihr ja. Na, das habt ihr ja noch nicht. Das habt ihr ja noch gar nicht gesehen. Ich bin ja jetzt zeitlich schon wieder völlig durcheinander. Dieses Video kommt ungefähr eine Woche, nachdem wir es aufgenommen haben. Sprich am, was ist das dann für einer? Der erste Freitag im Juni. Da kommt dieses Video. Und da habt ihr ja noch gar nicht Nobbes und meine Polentour gesehen. Die geht ja erst nächste Woche los. Das ist dieses Video, das schiebe ich ja zwischen rein. Ja, das wird ja nochmal wieder spannend. Und das muss man sich ja alles erstmal hier. Da muss ja überall erstmal klarkommen im Kopf mit solchen Sachen. Ich komme hier schon durcheinander. Ihr habt letzte Woche das Video gesehen, wo ich nachts unterwegs war mit diesem Motorrad und euch gezeigt habe, wie die Scheinwerfer sich so schlagen in der Dunkelheit und auch wie die Kameras sich schlagen in der Dunkelheit. Und nächste Woche geht's mit der Polentour los. Da müsst ihr allerdings nochmal auf die Videos von der Sony verzichten. Denn die Polentour habe ich noch mit den Drifts gedreht.
Die anderen beiden X3000 habe ich mir erst danach angeschafft. Aber so im Nachhinein betrachtet, muss ich wirklich zugeben, dass die Videos mit den Drifts selbst nach heutigen Gesichtspunkten nicht so schlecht sind. Man merkt zwar schon deutliche Unterschiede zu einer Bildqualität von dieser Sony X3000. Könntest du auch während der Fahrt die Lautstärke regulieren? Von dir? Ja. Das kannst du selber machen. Du hast zwei... Ach ja, das stimmt ja, hast du mir erzählt. Zwei, Plus und Minus. Zwei Knöpfe. Zeigefinger ist Minus und Mittelfinger ist Plus. Ja, das mache ich aber nicht während der Fahrt. Wieso? Du kannst doch das... Mach doch deinen Helm auf und mach das laut oder leise, wie du es brauchst. Du musst nur mal kurz drauf tippen. Nicht drauf bleiben, sondern drauf tippen. Du kriegst dann eine Rückmeldung, das piept dann im Helm. Brauchst du es denn lauter? Das habe ich schon nicht mehr verstanden, aber es macht nichts. Willst du es lauter haben? Ja, also wenn wir jetzt so 70 fahren, ist das in Ordnung. Wenn wir schneller fahren, dann verstehe ich dich nicht ganz so. Ja, wir wollen ja nicht die ganze Zeit nur 70 fahren. Nein, ist ja in Ordnung. Du machst das mit den beiden Fingern. Zeigefinger und Mittelfinger. Zeigefinger ist Minus, da wird's leise. Mit dem Finger, das ist Plus, da wird's lauter. Aber du musst immer tippen. Nicht draufbleiben, sonst passieren schlimme Dinge. Dafür müsste ich erstmal die Knöpfe finden. Achso, ja, ich glaube, ich hab sie. Ja. Nur kurz drauf tippen, dann macht das jedes Mal einen Piep. Ja, das machen wir das nächste Mal. Soll ich das machen? Nein. Ja, das ist alles nagelneu hier für Spatzel. Die ganzen Klamotten, der Helm und jetzt auch noch die Sprechanlage da drin, die man bedienen muss und alles solche Sachen. Mein Spatzel muss ich auch immer noch ein bisschen unterstützen beim Anziehen. Nochmal gucken, ob alles richtig sitzt, ob alles richtig zu ist. Ob die Reißverschlüsse alle richtig zu sind, die Taschen alle zu, ob der Helm gerade auf dem Kopf sitzt. Aber es wird schon. Genau. So, allzu schnell dürfen wir sowieso nicht mehr fahren. Die Zeiten sind ja vorbei, ne, wo man hier ungetrübt am Hahn reißen konnte, ohne dass man deswegen gleich, ne, ihr wisst schon. Gut, ich meine, ich fahre hier sowieso jedenfalls die meiste Zeit anständig. Ja. Und also Angst habe ich auch nicht mehr. Also das erste Mal, als wir zusammengefahren sind, da habe ich schon noch mal ab und zu Luft angehalten und auch mal die Augen ganz kurz zugemacht. Aber diese Phase ist jetzt schon vorbei. Ja, wir sind jetzt schon in der Phase 2. Jetzt bleiben die Augen schon mal offen bei 100. Ja. Gut, also wenn du mich jetzt gerade noch nicht richtig verstanden haben solltest, du nimmst die beiden Finger, um das Gerät zu bedienen. Das Zeigefinger ist der hintere Knopf und der Mittelfinger... Ich muss aber erstmal die Knöpfe richtig finden. Ich weiß gar nicht, sind die unterm Helm oder muss ich jetzt mein Visier aufmachen? Du musst das Visier aufmachen. Ja, siehste, das musst du mir doch schon mal sagen. Ja. Warte, ich muss erstmal meine... Die und die... So. Ja? Genau. Und jetzt einen habe ich auf jeden Fall... An der Seite sind jetzt hier zwei Knöpfe. Die muss ich jetzt erstmal ertasten. Ja, die habe ich, glaube ich, jetzt. Na? So, der vordere ist der Plusknopf. Wenn du da drauf tippst kurz, dann macht es einmal piepen, dann ist es ein bisschen lauter. Dann kannst du immer wieder ein bisschen drauf tippen. Piep, 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 dann wird es immer lauter. Oh ja, ja, Spatzel. Na? Ja, aber perfekt, jetzt kann ich mein Visier wieder zumachen. Und der hintere Knopf macht es wieder leise. Okay. Ja. War gar nicht so schwer. War nicht so schwer, man muss es nur wissen. Genau.